mit dem Punkt 46 der Tagesordnung, Antrag der Fraktion der CDU betreffend Aktuelle Stunde. Hessen investiert Rekordsummen in die Feuerwehren. Hessen verlässlich sichere. Anschließend wird dann der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN 19-4659 aufgerufen. Es beginnt der Kollege Markus Meysner, CDU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! So muss ein Donnerstagmorgen beginnen. Und wenn wir das Thema haben, Hessen investiert eine Rekordsumme in die Feuerwehren, Hessen verlässlich sicher, dann ist das mehr als gut, denn die Wichtigkeit unserer Feuerwehren können wir nicht oft genug betonen. An dieser Stelle freue ich mich, denn wenn man die Feuerwehr braucht, ist sie auch da. Begrüßen zu dürfen den Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes und den Vorsitzenden des Nassauischen Feuerwehrverbandes, Herr Reinhard, Herr Fischer. Schön, dass ihr gekommen seid hier zu diesem Thema. Am Wochenende durfte ich bei zwei Fahrzeugeinweihungen dabei sein. Und es ist immer wieder schön, wie motivierend und besonders diese Einweihungen bei den Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern vor Ort aufgenommen wird. Ich habe mich daran erinnert, wie ich selbst als Feuerwehrmann die ein oder andere Einweihung mitgemacht habe. Und es ist ein bleibendes Ereignis. Und ich glaube, das zeigt es, dass diese Investitionen wirklich etwas Besonderes sind. Leider werden diese Anschaffungen im Feuerwehrwesen oftmals auch in der Bevölkerung als Spielzeug für die Feuerwehren gesehen. Deshalb können wir nicht oft genug darauf hinweisen, dass diese Investitionen eine Investition in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor Ort darstellen. Allerdings, mit dem besten Fahrzeug und dem schönsten Feuerwehrhaus alleine ist noch kein Brand gelöscht und keine Hilfeleistung getätigt. Es bedarf der Menschen, die sich regelmäßig aus- und fortbilden, sich mit der Technik auseinandersetzen, um im Ernstfall effizient und effektiv helfen zu können und Schaden letztendlich bestmöglich abzuwehren. In den vergangenen 10 Jahren haben wir im Land Hessen über 1.000 Feuerwehrfahrzeuge und rund 300 Feuerwehrhäuser fördern können. Mit einem zur Verfügung stehenden Investitionsvolumen von jährlich ca. 10 bis 12 Millionen Euro gab es dennoch mehr Förderanträge als Mittel zur Verfügung standen. Und so wurde in 2017 das letztjährige Budget um 10 Millionen € erhöht, sodass wir das bisher größte Investitionsvolumen von 22 Millionen Euro bereitgestellt haben. Und wichtig zu erwähnen, dass wir damit fast 100% der gestellten Anträge auch befriedigen können. So werden wir auch zukünftig schauen, dass wir das Feuerwehrwesen ordentlich unterstützen, auf einem guten Stand halten und auch die Ausbildung weiterhin im bisherigen Sinne fördern. Genannt sei beispielhaft einmal die Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren für die Feuerwehren getätigt haben. Die Übernahme des Verdienstausfalls und die Erstattung der Reisekosten für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, das ist eine ganz besondere Förderung, und sie ist immer noch einmalig in Deutschland. Die garantierte Brandschutzförderung von 30 Millionen Euro seit 2009 jährlich, die Anstrengungen der Landesregierung, die Nachwuchsgewinnung zu unterstützen, die Integrationskampagne Brandschutz mit ausgebildeten interkulturellen Beratern und dem Feuerwehrintegrationspreis, die Anerkennungsprämie für langjährigen aktiven Dienst von jährlich rund 1,7 Millionen Euro, die Kooperationsvereinbarung, mehr Feuerwehr in Schulen, um Nachwuchs schon in der Schule für die Feuerwehr begeistern zu können, die Sonderregelung für den Einsatz aktiver Seniorinnen und Senioren in Zusammenarbeit mit der Unfallkasse Hessen, die Gründung der Feuerwehrstiftung, der flächendeckende Digitalfunk, das Dialogforum Wirtschaft trifft Blaulicht, um die Freistellung bei Einsätzen und Lehrgängen zu fördern, der Neubau des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums und letztendlich die Initiative des Schutzparagrafen 112, der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst unter besonderen Schutz stellt. Diese aufgeführten Maßnahmen und die in 2017 bereitgestellte enorme Investitionssumme sind ein klares Zeichen, dass wir das Ohr am Boden der Feuerwehren haben und uns durchaus als verlässlicher Partner der Feuerwehren in Hessen bezeichnen können. Es ist auch als Zeichen des Respekts und der Anerkennung für die Leistungen der Feuerwehren zu sehen. Es gilt unser besonderer Dank den Feuerwehrfrauen
und Feuerwehrmännern, die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für die Gemeinschaft, aber vor allem für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Hessenland zur Verfügung stehen. Nochmals ein aufrichtiges Dankeschön an alle, die im Brandschutz in den vielfältigsten Bereichen und Aufgaben tätig sind. Wir sind froh, dass es euch gibt. In diesem Sinne und als Ausdruck der Verbundenheit, Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Ehr. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Meysner. Das Wort hat der Abg. Franz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gut, dass der Präsident festgestellt hat, dass die heiße Luft schon vorher da war und wir heute vernünftig arbeiten können, wenn das geändert wird. Die Überschrift der Aktuellen Stunde lautet: Hessen investiert Rekordsummen in die Feuerwehren, Hessen verlässlich sicherer. Angesichts der gestrigen Debatte zum Thema Respekt hätte aber auch in der Überschrift dieser Aktuellen Stunde ein Hinweis auf die herausragenden Leistungen der Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden erfolgen müssen. Denn die Investitionen allein könnten nichts bewegen, wenn es nicht über 76.000 haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrangehörige geben würde, die mit ihrem Engagement an 365 Tagen des Jahres die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie deren Eigentum schützen. Dieses System der Ehrenamtlichkeit in den Feuerwehren ist weltweit neben der Struktur in Österreich einmalig und bietet nicht nur Gewähr für die Sicherheit, sondern entlastet zudem die Kommunen sowie auch die Bürgerinnen und Bürger finanziell. Mein Respekt und der der SPD-Landtagsfraktion gelten daher allen Aktiven der Freiwilligen Feuerwehren, aber auch insbesondere denen, die sich in der Nachwuchsarbeit in den Kinder- und Jugendfeuerwehren als Betreuerinnen und Betreuer einer schwierigen Aufgabe stellen. Grundlage der Förderungen für Fahrzeuge, Feuerwehrgerätehäuser und Geräte ist die Feuerschutzsteuer, die dem Land Hessen zufließt und die zweckgebunden für die Unterstützung der Feuerwehren zu verwenden ist. Das ist eine klare gesetzliche Vorgabe. Die Rekordsummen, wie in der Überschrift des Antrags formuliert, werden daher im Wesentlichen von dieser Feuerschutzsteuer getragen. So lagen die Einnahmen im Jahr 2012 bei 31,34 Millionen €, 2013 bei 29,84 Millionen €, 2014 bei 31,56 Millionen €, 2015 bei 32,47 Millionen €, und im Jahre 2016 über 34 Millionen €. Angesichts dieser Zahlen fällt es meiner Meinung nach auch nicht besonders schwer, eine 30-Millionen-Garantie zu geben. Aber das müssen die Regierungskoalitionen selber entscheiden. Im Bereich Katastrophenschutz ist das Land Hessen mit Fahrzeugen durch das Land Hessen gut aufgestellt. Allerdings muss der Bund endlich Zusagen einhalten, die er den Ländern gegeben hat bei der Ausstattung mit Katastrophenschutzfahrzeugen. Seit Jahren ignoriert der Innenminister in Berlin die Notwendigkeit der erhöhten Haushaltsmittel für diesen Bereich. Aber abgesehen von den Investitionen sind die Faktoren Personal und Mitarbeit in den Feuerwehren zunehmend ein Problem. Überschriften in der Presse wie ein Wehrführer muss her, Nachwuchsarbeit dringend erforderlich, und die Frauen mildern Abwärtstrend sind ein Beleg dafür, dass die Investitionen in Nachwuchsgewinnung massiv verstärkt werden müssen. Die Initiativen des Landesfeuerwehrbandes gemeinsam mit der Regierung, wie sie in der Werbekampagne deutlich wird, ist sicherlich ein guter Ansatz, ebenso wie die verstärkten Initiativen, mehr Frauen und Migranten für das Thema Feuerwehren zu interessieren. Gelingt uns nicht,
gelingt es uns nicht, die verstärkt auftretenden Personalprobleme zu lösen, wird es zwangsläufig eine gravierende Veränderung in der Struktur des Brand- und Katastrophenschutzes mit weitreichenden finanziellen Auswirkungen vor allem für die Kommunen geben. Neben der Nachwuchsgewinnung ist daher auch eine stärkere Anerkennungskultur vonnöten. Es lohnt sich, in diesem Bereich neue Überlegungen anzustellen. Die Unterstützung der Feuerwehrstiftung ist auch ein Ausdruck der Anerkennung und Wertschätzung. Ich finde es daher gut, wenn es eine parteiübergreifende Initiative hier aus diesem Landtag gäbe, die Kommunen in Hessen, das sind ja insgesamt 426 Städte und Gemeinden und 21 Landkreise, davon zu überzeugen, sich mit einem Beitrag, und zwar mit einem einmaligen Beitrag, dazu beteiligen. Einen entsprechenden Vorschlag werde ich den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen unterbreiten. Unterstützung brauchen die Feuerwehren in anderen Fragestellungen. Die Themen Rettungsgasse, Blaulicht für Führungskräfte und Deckwarnleuchten wurden von der SPD oder auch von der FDP aufgegriffen und im Interesse der Feuerwehren zu einer Lösung oder im Bereich der Heckwarnleuchten zu einer Teillösung gebracht. Kollege Franz, Sie müssen zum Schluss kommen. Ohne die Initiativen und das Drängen der Opposition wären wir hier sicherlich nur vorangekommen. Es gibt natürlich noch einige Fragestellungen im Bereich von Tragehilfen für Rettungsdienste, Ölspurbeseitigungen. Also, ich will nur betonen, die Palette der Themen sind sicherlich noch groß, die dazu dienen, dass wir das System noch weiter verbessern. Zum Schluss möchte ich einfach nur sagen, wenn wir den Antrag abzustimmen haben, jetzt lassen wir mal den Weihrauch für die Landesregierung etwas weg. Inhaltlich kann man einfach diese Fakten, die da sind, nur unterstützen. Und das ist ja eigentlich auch ein Kennzeichen. Weihrauch brauchen Sie nicht. Okay, gut. Dann soll die Landesregierung das ablehnen. Und aus dem Grunde kann ich einfach sagen, dass wir auch im Kontext unserer bisherigen Entscheidungen, dass wir im Bereich der Feuerwehren ziemlich konsensual das entschieden haben. Wir stimmen dem Antrag zu. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Franz. Es war ein bisschen lang am Schluss, aber es geht um die Feuerwehr. Lassen wir das einmal gelten. Das Wort hat der Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Beitrag des Kollegen Franz hat es schon gezeigt bei dem von Ihnen gewählten Titel für diese Aktuelle Stunde. Hessen investiert Rekordsumme in die Feuerwehren. Hessen verlässlich sichere. Da kann sich kein Widerstand regen, sondern da kann es nur inhaltliche Unterstützung geben. Zum ersten Teil dieser Überschrift, Hessen investiert Rekordsummen. In der Tat, nackte Zahlen belegen, dass die Finanzierung und Ausstattung seitens des Landes Hessen derzeit äußerst gut ist, wenn man den 10-Jahres-Zeitraum betrachtet, an dem auch andere beteiligt waren, in denen diese Gelder bereitgestellt wurden. Die 30-Millionen-Garantie haben wir bereits im Jahr 2009 eingeführt. Das ist eine gute Grundlage für die regelmäßige Förderung der Brandschutzaufgaben im Lande Hessen. 100 Millionen ausgegeben für Fahrzeuge, 58 Millionen, 42 Millionen für Gebäude seit 2006. Das kann sich sehen lassen, das kann sich in der Tat sehen lassen, genauso wie die Anerkennungsprämie für langjährige aktive Dienstzeit oder der Ausbau der Landesfeuerwehrschule. Dafür wollen wir ausdrücklich loben. Das ist die Art von Wertschätzung, die die hessischen Feuerwehren bzw. die 75.000 aktiven Einsatzkräfte für ihr Engagement und in den weit überwiegenden Fällen für ihr ehrenamtliches Engagement auch verdienen. Man könnte jetzt etwas Wasser in den Wein gießen und darauf hinweisen, dass dies natürlich auch in historischen Zeiten, was die Einnahmeseite angeht, geschieht. Aber trotzdem will ich sehr deutlich sagen, wir haben noch Probleme. Der Landesfeuerwehrverband hat hingewiesen auf den
Rückstand bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, bei 60 Anträgen in der Pipeline. Ich habe sehr wohl die Ankündigungen gehört, dass dieses in diesem Jahr bereinigt werden soll. Allein ich warte erst einmal ab, bis ich die Taten sehe. Denn es gibt auch andere Fälle. Ich nehme einmal das Beispiel der Jugendfeuerwehrschule in Kappeln, wo wir auch weit hinter dem Zeitplan zurückliegen. Insofern lassen Sie die Taten den Ankündigungen folgen, und dann werden Sie unsere volle Unterstützung dabei haben. Ich will aber auch den zweiten Teil des Titels Ihrer Aktuellen Stunde aufgreifen. Dort schreiben Sie, Hessen verlässlich sicherer. Da drängt sich zunächst natürlich einmal der Gedanke auf an die grundsätzliche Sicherheitsdebatte. Aber die haben Sie, glaube ich, nicht gemeint in dem Zusammenhang. Deswegen will ich hier auch nicht abschweifen. Wenn es auf die Feuerwehr bezogen ist, dann lohnt sich schon einmal ein Blick auf das, was sich sonst so im Bereich Feuerwehr getan hat. Mit Blick auf die Investitionen und Mittel scheint sich auch hier zunächst jeder Widerspruch zu Ihrer Überschrift zu verbieten. Wenn man dann jedoch auch einmal jenseits der Finanzierung schaut, was diese Landesregierung bei inhaltlichen Fragen, wenn es um die Gewährleistung der Sicherheit und der Unterstützung der Feuerwehren ging, geleistet hat, dann kommen schon Fragen auf. Dann entpuppt sich der rote Lack als alles andere als nur Gold, sondern da sind Bruchstellen im Lack zu sehen. Kollege Franz hat schon das Stichwort Heckwarnsysteme gegeben. Man muss sich das einmal klarmachen. Es ist typisch, dass der Verkehrsminister bei einer solchen Debatte, wenn es um Feuerwehr geht, nicht da ist. Denn das sind Themen, die Herrn Al-Wazir nicht interessieren. Wenn es um Feuerwehr geht, ist Fehlanzeige in diesem Bereich. Das Beispiel der Heckwarnsysteme ist ein ganz typisches. 2013 gab es die Gesetzesänderung auf Bundesebene. Und wer hat es verschlafen? Der hessische Verkehrsminister. Er hat gebraucht 3 Jahre, bis er gemerkt hat, dass sich dort überhaupt etwas verändert hat. Statt dass er einmal etwas tut, um voranzukommen, Herr Kollege Kaufmann, auch Sie hätten ihn ja vielleicht darauf aufmerksam machen können, wenn Sie es gemerkt hätten. Aber Sie haben es natürlich auch nicht gemerkt. Sie beschränken sich auf lautstarke Zwischenrufe. Herr Kaufmann, melden Sie sich, kommen Sie, sagen Sie was, dann kriegen wir das. Und was macht Herr Al-Wazir, nachdem er gemerkt hat, dass er 3 Jahre verschlafen hat? Er widerruft einfach einmal die Ausnahmegenehmigung und lässt die Feuerwehren im Regen stehen, statt sich vorher einmal Gedanken zu machen, wie man das regeln kann. Der Innenminister hatte dann das Problem auf dem Schreibtisch liegen. In der Tat, das will ich zugestehen, hat man dann sich bemüht, wenigstens relativ kurzfristig den Schaden, den Herr Al-Wazir angerichtet hatte, wieder zu beseitigen. Aber auch das in aller Deutlichkeit, der neue Erlass, der etwa ein halbes Jahr später dann herausgegeben wurde, löst das Problem nicht zufriedenstellend. Es wird nur der Status quo festgeschrieben. Nur Bestandsanlagen dürfen weiter betrieben werden, aber neue Anlagen sind nicht mehr möglich. Ich muss zum Ende kommen, deswegen nur in ganz kurzen Stichworten der Hinweis auf das, was sonst war. Stichwort Kampagne Rettungsgasse. Die Opposition hat es angeschoben. Herr Kollege Franz hat darauf hingewiesen. Was hat die Koalition gemacht? Erst einmal alles abgebügelt, um sich dann anschließend selbst an die Fahnen zu heften. Aber sie sind nicht darauf gekommen. Das ist peinliches, kleinkariertes, parteipolitisch motiviertes Vorgehen, das Sie sonst ja immer so gerne der Opposition vorwerfen. Das Gleiche beim Thema. Das Gleiche beim Thema. Kollege Greilich, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme sofort zum Ende, Herr Präsident. Stichwort Sondersignale an Privatfahrzeugen. Ausbildungszentrum Marburg-Kappel habe ich schon genannt. Frau Umweltministerin, das peinliche Verhalten beim Thema Hutzelfeuer im Jahre 2014 wollen wir hier nicht noch einmal in Erinnerung rufen. Aber denken Sie einmal dran. Ich kann nur sagen, beim Geldverteilen ist es selbst für Sie nicht möglich, Fehler zu machen. Das können Sie. Aber ansonsten sollten Sie ein wenig darauf achten, dass Sie auch den Worten Taten folgen lassen. Auch Herr Kollege Kaufmann, der immer so gerne dazwischenruft. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, verehrte Kollegen!
Liebe Besucherinnen und Besucher, wir reden heute hier über die Feuerwehren in Hessen. Und wir haben in Hessen nur ganz wenige Berufsfeuerwehren. In den allermeisten Orten gewähren uns die Freiwilligen den Schutz vor Brand. Das ist die Situation, und darüber sollten wir vielleicht heute einmal reden. Wir haben die Feuerwehren als Vereine organisiert, die Freiwilligen Feuerwehren, und diese Vereine verändern sich, so wie sich auch die Gesellschaft verändert. Wir sehen, im ländlichen Raum nimmt die Bevölkerung ab, und es gibt tatsächlich Probleme, Nachwuchs zu gewinnen. Wir sehen, dass viele der Feuerwehrleute älter werden, und wir sehen, dass Menschen mit Migrationshintergrund in die Dörfer und Gemeinden und Städte ziehen, und die wollen wir auch mit einbeziehen in die Gesellschaft und natürlich in unser lebendiges Vereinswesen und mit in die Feuerwehren. Das Land Hessen ist sehr aktiv in all diesen Punkten, um diese Entwicklungen aufzunehmen und sie positiv zu verstärken und zu unterstützen. Wir haben 2000 Kinder- und Jugendfeuerwehren allein in Hessen. Und dort werden die Kinder an das Feuerwehrwesen herangeführt. Das Land Hessen fördert diese Bildung der Kinder und Jugendlichen in Sachen Feuerwehr, ihrer Bedeutung, auch dadurch, dass sie eine Kooperation mit dem Kultusministerium eingegangen ist und dem Landesfeuerwehrverband. Und in den Schulen bekommen die Kinder dann schon erzählt, was machen eigentlich die Feuerwehren, wie wichtig sind sie für uns. Und ich glaube, es ist immer noch so, und das sollte auch immer so bleiben, wenn Sie ein fünfjähriges Kind fragen, was macht denn die Feuerwehr, dann sagt es, retten, bergen, schützen, löschen. Und das ist genau das, was die Feuerwehren für uns tun. Das müssen wir weiterhin im Bewusstsein verankern, und das müssen wir unseren Kindern auch weiterhin beibringen. Wir haben auch eben gesprochen über die Veränderung der Bevölkerung, demografischer Wandel. Die Menschen werden immer älter. Letztes Jahr haben wir uns hier damit befasst, dass es bei den Feuerwehren Menschen gibt, die jenseits der Altersgrenze sind, bis zu der sie versichert waren bisher, die sich aber weiter engagieren wollen. Deswegen... Einen Moment, Frau Kollegin Goldberg. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch etwas um Aufmerksamkeit. Ich bitte die Höflichkeit. Danke schön. Und deswegen haben wir eine Sonderregelung in der Versicherung geschaffen, also einen besonderen Versicherungsschutz zusammen mit der Unfallkasse Hessen und dem Landesfeuerwehrverband, sodass eben auch ältere Menschen sich weiterhin in der Feuerwehr engagieren können, eben im Bereich der Organisation, der Nachwuchsförderung und der Schulung. Und auch das ist wieder ein weiterer Schritt, in dem wir sagen, wir müssen uns einstellen auf die Veränderung in der Gesellschaft. Und schließlich haben wir eine Situation, dass immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu uns kommen. Es sind Flüchtlinge, Asylsuchende oder einfach Zuwanderer. Auch die wollen wir einbeziehen, müssen wir auch einbeziehen. Und es eignet sich kaum ein Ort besser dazu als die Vereine in unseren Gemeinden. Denn dort kommen wir alle zusammen, dort lernen wir uns kennen. Und wenn dort auch die Menschen mit Migrationshintergrund einbezogen werden, wenn sie sich auch beteiligen können, Herr Rudolph, am Schutz vor Brand, beim Bergen, beim Löschen, beim Retten, dann sind sie wirklich Teil unserer Gemeinschaft, erfüllen dort eine Funktion und fühlen sich dort aufgenommen und angekommen. Und das unterstützt eben das Land Hessen mit der Integrationskampagne Brandschutz. Wir haben einen Feuerwehrintegrationspreis ausgelobt, und wir haben verschiedene Projekte, bei denen die Integration unterstützt wird. Zum Beispiel werden interkulturelle Berater ausgebildet bei der Landesfeuerwehrschule, die eben genau wissen, wie man umgeht in den Feuerwehren, in den Vereinen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft und wie man das zusammenkriegt, wie man das zu einer gemeinsamen Arbeit in den Vereinen zusammenführen kann. Und letztlich, ganz wichtig, Respekt. Wir haben diese Woche schon viel über Respekt geredet, und wir sehen, dass es zunehmend Übergriffe gibt auf Einsatzkräfte. Dazu zählen leider auch die Feuerwehrleute. Und wir sehen, dass sie oft behindert werden bei ihrer Arbeit. Das geht nicht. Denn vor dieser... vor der Arbeit dieser Menschen,
die die auch noch größtenteils ehrenamtlich machen, uns alle schützen oder retten oder unsere Häuser löschen, wenn sie brennen, muss man Respekt haben. Deswegen gilt hier Null Toleranz gegenüber solchen Menschen, die die Rettungskräfte behindern oder gar angreifen. Und wir müssen immer wieder sagen, wir erklären uns solidarisch mit den Rettungskräften. Also Respekt vor den Einsatzkräften, Null Toleranz gegenüber Angriffen, Solidarität mit unseren hessischen Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen. Das ist angesagt. Frau Kollegin Goldbach, Sie müssen zum Schluss kommen. Und wie immer ein herzliches, riesengroßes Dankeschön an die hessischen Feuerwehren für ihren Einsatz, damit wir ruhig leben und gut schlafen können. Vielen Dank, Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Aufgaben der Feuerwehren sind wichtig und von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Hier leisten rund 75.000 Bürgerinnen und Bürger in gut 2.300 freiwilligen Feuerwehren in Hessen freiwillig und ehrenamtlich ihren Dienst an unserer Gesellschaft. Ja, gut. Hinzu kommen noch die Berufsfeuerwehrbeamten in den hessischen Großstädten sowie die verschiedenen Werksfeuerwehren in den großen Betrieben. Ihnen allen sind wir für Ihre Arbeit großen Dank schuldig. Manchmal, Herr Bauer, frage ich mich allerdings wirklich, wer sich bei der CDU solche Aktuellen Stunden ausdenkt. Hessen investiert Rekordsumme in die Feuerwehren, Hessen verlässlich sicher. Was will uns die CDU damit sagen? Sie erwecken mit dieser Überschrift den Eindruck, als hätte die CDU ihre Parteikassen geöffnet, um nun den Feuerwehren großzügig Geld zukommen zu lassen. Das ist aber mitnichten so, meine Damen und Herren, sondern sie verteilen die Steuergelder so, wie sie eingenommen werden, in diesem Fall vorwiegend aus der Feuerschutzsteuer. Die Garantiesumme von 30 Millionen € wird von uns auch seit Jahren mitgetragen. In den letzten Jahren war das weniger Geld, das sie verteilen konnten, weil es geringere Einnahmen gab. Jetzt kommt mehr Geld herein, weil es höhere Einnahmen gibt. Das ist übrigens in allen Bundesländern so, weil das vom Bund an die Länder verteilt wird, soweit ich darüber informiert bin. Dennoch wird das Innenministerium, wird die CDU-Fraktion und werden viele CDU-Abgeordnete nicht müde zu verbreiten, dass nur dank der CDU ein Geldsegen auf die Feuerwehren im Land niedergeht. Überhaupt, wenn man sich die Pressemitteilung des Innenministeriums anschaut, Herr Irmer, dann könnte man meinen, einer großen Fee beim Wirken zuzuschauen. Fördergelder hier, Eröffnung da, bunte Pressebildchen und strahlende Wahlkreisabgeordnete. Dabei geht es, wie gesagt, um die Verteilung von Steuergeldern. Und das geschieht stets mit viel PR der Landesregierung. Nach meinem Kenntnisstand ist es aber so, dass die Feuerwehr und der Katastrophenschutz eben nicht gerade auf Rosen gebettet sind. Sie kennen zudem alle die großen personellen Sorgen, sowohl bei den freiwilligen Feuerwehren als auch bei der Berufsfeuerwehr. Da bietet sich dann ein guter Vergleich an, nämlich wenn es um die strukturelle Unterfinanzierung der öffentlichen Aufgaben und die PR der Landesregierung in diesem Falle geht. Bei den Beamtinnen und Beamten werden über Jahre gekürzt und gespart. Komme ich noch einmal darauf, Herr Klee. Vor einem Jahr haben die Berufsfeuerwehr in Frankfurt wie auch die Gewerkschaft Verdi darauf hingewiesen, dass wegen der restriktiven Besoldungspolitik der Hessischen Landesregierung in den letzten Jahren große Personalprobleme entstanden sind. So berichtete der Personalratsvorsitzende
der Berufsfeuerwehr Frankfurt, Erik Brumm, in der Anhörung zum Besoldungsgesetz 2016 über Abwanderung in andere Bundesländer, weil dort die Feuerwehrbeamten besser bezahlt würden. Wörtlich, Zitat aus der Anhörung. Im Jahr 2015 haben wir 26 Kolleginnen und Kollegen an andere Feuerwehren im gesamten Bundesgebiet verloren. Es fehlt uns also mehr als ein Lehrgang. Ein Ausbildungsgang pro Kolleginnen und Kollegen kostet die Frankfurter Feuerwehr 180.000 €. Der Direktor der Branddirektion Frankfurt, Prof. Reinhard Ries, wurde dann noch präziser, auch in der Anhörung wörtlich, ich zitiere, die Situation ist aber aufgrund der Entwicklung mittlerweile tatsächlich kritisch. Ich mache mir große Sorgen, dass wir ab 2018 bis 2020 in eine Phase geraten, in der wir Funktionsstellen nicht mehr besetzen können. Wir werden daher, wenn das so weitergeht, innerhalb von 3-4 Jahren über 100 Einsatzkräfte verlieren. Das macht eine Feuerwache aus. Das wäre kritisch. Kritisch, hat er gesagt. Also, danach, dass Hessen hier Rekordsummen an die Berufsfeuerwehrbeamten bezahlen würde, klingt das für mich nicht. Und dass Hessen verlässlicher geworden sei, auch nicht. Die Weitergabe der Einnahmen aus der Feuerwehrsteuer für die Feuerwehren und den Brandschutz ist eine solche Selbstverständlichkeit, dass sie nicht dazu benutzt werden sollte, sich immer wieder dafür öffentlich selbst abzufeiern. Kollege Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Zum Schluss, Herr Präsident. Die Feuerwehren werden von allen Fraktionen nach Kräften unterstützt. So war es in der Vergangenheit, und so wird es auch in Zukunft bleiben. Die Regierung sollte deshalb damit aufhören, stets so zu tun, als ob nur sie bereit und in der Lage sei, die Interessen der Feuerwehr angemessen zu vertreten. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Herren Vizepräsidenten Fischer und Reinhardt! Vielen Dank für die Gelegenheit, im Rahmen der Aktuellen Stunde ein paar Bemerkungen zur Arbeit der Freiwilligen, Herr Kollege Schaus, der Freiwilligen Feuerwehren im Lande zu machen. Das parteipolitische Klein-Klein, was wir hier von zwei Rednern gehört haben, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das angesichts von 70.000 Feuerwehrleuten, die täglich ihren Dienst im Ehrenamt für unsere Gesellschaft leisten, ob das angemessen und vernünftig ist, meine Damen und Herren. Ich halte das eher für kleinlich und peinlich. Aber wenn Sie, Herr Kollege Schaus, aber wenn Sie denn es schon so anlegen, dann will ich schon dazu sagen, den Geldsegen, von dem Sie gesprochen haben, der, wie ich finde, in angemessener Form in die Feuerwehren investiert wird, das sind wichtige Investitionen in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dieser Geldsegen, der kann nur verteilt werden durch Minister und durch Staatssekretäre und durch Mitarbeiter von Ministerien, weil es einen Haushaltsbeschluss gibt, wonach das eben funktioniert. Und diesem Haushalt haben die Fraktionen von CDU und GRÜNEN zugestimmt. Die LINKEN waren nach meiner Kenntnis nicht dabei. Muss auch nicht sein, ehrlich gesagt. Aber gut. 70.000 ehrenamtliche Feuerwehrleute leisten einen wichtigen Dienst für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und ich sage darüber hinaus, über diese Frage der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, die durch Feuerwehr gewährleistet wird, leisten sie noch einen weiteren Dienst. Die Freiwilligen Feuerwehren sind nämlich ein ganz, ganz wichtiger, nicht hinwegzudenkender Teil jeder örtlichen Gemeinschaft. Wenn es irgendwo brennt, und zwar nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wenn die KERB ist, wenn die Vereine etwas veranstalten, wenn die Gemeinde irgendetwas will, an jeder Stelle sind die Feuerwehren gebraucht, und an jeder Stelle arbeiten die Feuerwehren im Ehrenamt im Dienste der Gemeinschaft und der Gesellschaft. Und dafür sind wir dankbar. Und deswegen investieren wir seitens des Landes auch vornehmlich und in allererster Linie in die Menschen, nämlich in die Feuerwehrleute, in die Kameradinnen und Kameraden, in deren Ausbildung. In Hessen ist es so, im Gegensatz zu anderen Bundesländern,
dass es nicht darauf ankommt, ob die Kommune nun gerade Geld hat, um ihre Leute, um ihre Kameradinnen und Kameraden auf die Feuerwehrschule in Lehrgänge und in Ausbildung zu schicken. In Hessen ist es so, dass das Land aus dem großen Topf der Feuerschutzsteuer, ja, aus Steuergeldern selbstverständlich, aber das bezahlt. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass Reisekosten, Verdienstausfall und dass am Ende auch noch die Kinderbetreuung durch das Land bezahlt werden. Bei uns ist es aber eben so, und das ist eine schöne. Und das ist auch nicht eine beliebige Wohltat, sondern es geht darum, dass wenn wir schon von ehrenamtlichen Feuerwehrleuten erwarten, dass sie für uns 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen, dass sie erstens gut ausgebildet sind und zweitens, dass sie in solchen gefährlichen Einsätzen, wo sie am Ende sogar ihr Leben einsetzen, auch ordentlich geführt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden und der Führungskräfte investieren. Meine Damen und Herren, einen zweiten Teil will ich ansprechen, wo wir in die Ausbildung oder wo wir in die Menschen investieren. Da geht es um Hydro Girl und Captain Firefighter. Das, was wir zu leisten haben, ist, dass wir auch für die Zukunft noch Feuerwehrleute, noch 70.000 Kameradinnen und Kameraden haben. Deswegen investieren wir in die Jugendfeuerwehren. Deswegen leisten wir dort unseren Beitrag, dass junge Leute angeleitet werden, andere zu faszinieren von Feuerwehrarbeit und Feuerwehrtechnik, damit wir eben auch in Zukunft auf die Leistungen von ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden zurückgreifen können. Das ist eine wichtige Zukunftsinvestition, die wir seitens des Landes aus Steuergeldern, aus der Feuerschutzsteuer leisten. Und Herr Kollege Greilich, seien Sie mir nicht böse. Bei der Frage des Jugendfeuerwehrausbildungszentrums dürften Sie, müssten Sie eigentlich wissen, dass wir hier in einem Vergabeverfahren sind, dass wir vor der Vergabekammer sind und dass am Ende wahrscheinlich auch von der Rechtsstaatspartei FDP nicht kritisiert werden kann, dass am Ende sich ein Unterlegener vor einer solchen Kammer dagegen beschwert. Das dauert Zeit. Ich bedauere das auch sehr. Aber es ist am Ende ein rechtsstaatliches Verfahren. Und dem haben wir Rechnung zu tragen, meine Damen und Herren. Wir haben im vergangenen Jahr erkannt, Herr Präsident, ich komme sofort zum Schluss. Wir haben im vergangenen Jahr erkannt oder in diesem Jahr erkannt, dass wir für ein großes Aufkommen, ein großes Volumen von Förderanträgen am Ende, nachdem wir in die Menschen investiert haben, nicht mehr hinreichend Geld haben, um alle Förderanträge bedienen zu können. Deswegen sind wir hingegangen, haben in unseren Rücklagen dafür gesorgt, dass wir einen zusätzlich 5 Millionen € zur Verfügung gestellt haben. Mit den zusätzlichen 5 Millionen €, die wir im vergangenen Jahr aus der Feuerschutzsteuer eingenommen haben, können wir in diesem Jahr eine Rekordsumme von 22 Millionen €, doppelt so viel wie im Schnitt der vergangenen Jahre, und das war schon viel, doppelt so viel in die Feuerwehren in unserem Lande investieren. Damit investieren wir in die Kameradinnen und Kameraden, aber wir investieren vor allen Dingen auch in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Innenminister, vielen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag 194659. Wer dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Entschließungsantrag mit dieser Mehrheit beschlossen.